So, einen wunderschönen guten Morgen wünsche ich euch heute am Dienstag, den 9. Juni, und ich begrüße euch ganz herzlich in den Live-Trading-Räumen der European Trading Academy. Und wir wollen uns ein bisschen mit den Hintergründen dieser nahezu unfassbaren Rallye beschäftigen. Und viele fragen sich halt, geht es jetzt direkt hoch, muss ich Aktien kaufen, habe ich es verpasst, habe ich es vermasselt? Der Markt hat in den letzten Tagen schon wieder über 1000 Punkte zugelegt. Der DAX, der Nasdaq ist auf dem All-Time High. Wenn DAX und S&P und Dow dem folgen, dann steht hier natürlich immer noch ein gutes Stück Rallye weiterhin bevor. Und ich höre immer wieder die Frage, muss ich jetzt hier noch rein? Wie sieht es denn damit aus? Ich bemühe am Anfang nochmal den Vergleich, den ich zu Beginn des Marktkommentars auch letzte Woche schon gebraucht habe, nämlich, dass ich gesagt habe, ein Luftballon, der ein Loch hat, kann man trotzdem aufblasen. Man muss nur mehr Luft hineinblasen, als rausgeht. Und wenn wir uns diese Grafik angucken, dann ist es, glaube ich, wunderbar, das habe ich hier von Twitter, aber die Quelle selber ist entsprechend Bloomberg-Grafik, dann sieht man hier sehr, sehr schön, wie hier Luft bzw. Geld in diesen Markt reingeblasen wird. Schauen wir März, absolutes Tief hier. Und schauen wir die weiße Kurve, Global Liquidity. Und das ist hier die Global Money Supply in US-Dollar. Und wir sehen eben, dass das hier seit März, seitdem die Notenbanken hier massiv agieren, nicht nur ein bisschen gestiegen ist, sondern dass wir hier massiv gestiegen sind. Und wir sehen hier eben diese Korrelation mit dem S&P. Und wir sehen vor allem, dass wir die Levels von der Global Liquidity, die wir vor der Krise hier im Januar und auch Anfang März erreicht haben, dass wir diese Levels hier deutlich schon überschritten haben. Und das heißt, es wird hier Geld in die Märkte auf der einen Seite reingepumpt, ohne Ende. Und das veranlasst natürlich viele, nach dem Schema zu denken, was war 2009? Wir hatten 2009 eine ähnliche Krise an den Aktienmärkten. Die Notenbanker sind gekommen, haben unterstützt und es ist eine 10-Jahres-Rallye losgegangen. Und viele versuchen jetzt genau dieses gleiche Spiel zu machen. Und jetzt ist natürlich die Frage, warum machen wir ein großes Fragezeichen an diese Rallye? Also generell sind wir gar nicht so abgeneigt zu sagen, dass die Aktienmärkte in den nächsten Jahren noch eine Rallye machen können. Denn wir haben durchaus die Theorie, dass wenn es hier zu Problemen bei den Staaten mit den Staatsschulden gibt, dass sich die Anleger entscheiden müssen, was mache ich mit meinem Geld. Und wenn sie nicht in Staatsschulden investiert sind, wenn sie vielleicht auch nicht in Immobilien investieren wollen, weil entsprechend der Staat ja hier auf diese Immobilien zugreifen kann, dass sie versuchen, in einem sehr liquiden Instrument wie Aktien in einem Sachwert ihr Geld unterzubringen. Nur, das ist eines von vielen Szenarien und das ist eher ein langfristiges Szenario. Im kurzfristigen Bereich haben wir im Moment absolute Verrücktheiten und man muss hier wirklich von Verrücktheiten sprechen. Und die kommen vor allem vom absolut übertriebenen Optimismus. Und das möchte ich mit einer zweiten Grafik hier kurz zeigen, die wir hier aufrufen. Und wenn wir uns diese Grafik hier anschauen, dann sehen wir hier vorne den S&P 500 hier oben abgebildet. Und zwar eben hier seit 2009. Und wir sehen eigentlich ganz schön, hier unten sehen wir Small Traders Call Buys to Open. Das heißt also, kleine Trader oder Investoren, die entsprechend Optionen, und zwar Call-Optionen kaufen, und zwar to open. Das heißt jetzt Folgendes, man kann auch eine Call-Option to close kaufen, nämlich wenn man vorher einen Short-Call hatte. Das heißt, wenn man hier eine Spekulation zum Beispiel eindeckt, Short-Call, Leute, die Optionen leer verkaufen, Calls, die rechnen damit, dass der Markt nur schwach oder gar nicht steigt. Aber das ist hier nicht der Fall, sondern es wird hier unterschieden, buys to open, und man sieht hier, dass die kleinen Händler, und das sind meistens die schlecht informiertesten, schauen wir mal hier, das letzte Peak in 2018, schauen wir mal hier dieses Peak hier an und gehen wir durchaus auch mal hier auf dieses Peak hier,
dann sehen wir, dass die kleinen Händler hier oder die kleinen Investoren gerade wahnsinnig werden. Nämlich, dass sie glauben, sie müssten unbedingt hier Optionen auf dem steigenden Markt kaufen. Und das mit einer Macht und in einer Größenordnung, die jedes Top, was wir vorher am Aktienmarkt gesehen haben, übertrifft und nicht nur ein bisschen übertrifft, sondern wir sehen, dass hier deutlich übertrifft. Und für mich sind das solche Grafiken, wie wir sie hier anschauen, sogenannte Sentiment-Indikatoren. Sentiment sind Stimmungsindikatoren und man kann, das kennt ihr vielleicht von unserem Marktkommentar, wenn wir donnerstags auf das AI schauen, dann kann man Stimmungsindikatoren sich anschauen, die durch Umfragen zustande kommen. Aber was viel, viel besser ist, sich Stimmungsindikatoren anzuschauen, die schauen, was machen die Marktteilnehmer tatsächlich. Weil bei einer Umfrage kann ich immer irgendwas sagen, aber das, was ich tue, das ist ja das Entscheidende. Und wir sehen hier einen Mega-Optimismus. Und wir wissen aus der Vergangenheit, dass dieser Mega-Optimismus, das haben wir hier gesehen, das haben wir hier gesehen, das haben wir auch hier gesehen, und das hat auch nichts mit Corona oder sonstigen Sachen zu tun, sondern das ist immer eine häufige Reaktion auf Markttops, und das kann man immer wieder beobachten, haben wir hier auch gesehen. Das heißt, wir wissen, dass dieser Optimismus meistens das Ende einer Aufwärtsbewegung markiert und nicht den Anfang. Und deswegen ist das für mich jetzt hier nochmal ein richtiger Hinweis, dass der Markt ist verrückt geworden quasi. Die Leute haben totale Angst, hier die nächste große Rallye zu verpassen. Alle wollen unbedingt in den Aktienmarkt rein. Wir haben hier eine absolut positive Stimme, trotz desaströser wirtschaftlicher Daten. Und ein Kandidat, den ich da mal erwähnen möchte, ich habe den Chart schon geschlossen, sonst hätte ich es auch noch zeigen können. Doch, da habe ich es noch. Absolut crazy. Eine Aktie, die Insolvenz angemeldet hat. Ja, also, und zwar, wenn wir hier in den letzten Monaten uns das anschauen, das ist Hertz und hier war der Tag der Insolvenz. Ja, und seit Anmeldung der Insolvenz von Hertz hat sich dieser Kurs, ja, sehen wir ja hier fast 1000% gemacht, also von 50 Cent hoch auf 5 Dollar, ist also massiv gestiegen und wir wissen, dass hier in diesem Anstieg, wenn man sich die Manager ankauft, dass die eher ihre eigenen Aktien verkauft haben. Wir wissen, dass das Geschäftsmodell von Hertz, was darauf ausgelegt ist, dass Menschen reisen, dass Hertz ist die Autovermietung, die die meisten Stationen an Flughäfen hat und so. Das heißt, sie lebt eigentlich davon, dass die Welt globalisiert ist, dass die Menschen reisen. Ja, dass selbst hier wir sehen, dass wie verrückt die Leute in diese Aktie hinein wollen. Natürlich, das muss man einschränkend sagen, wenn wir uns den 3-Monats-Vergleich angucken, dann kommt diese Aktie hier natürlich im März von Corona von 10 Dollar. Das haben wir nicht ganz aufgeholt. Nur wir müssen überlegen, es handelt sich hier um ein Unternehmen, was insolvent ist. Ja? Und dessen Geschäftsmodell man durchaus für die nächsten Jahre in Frage stellen kann. Und ja, so gesehen sehen wir hier diese ganze Verrücktheit an den Märkten. Und trotzdem ist es natürlich möglich, und das dürfen wir nie vergessen, dass ein Markt eben entsprechend einfach steigt. Und wir haben eben jetzt folgende Komponenten hier. Wir haben eben einerseits diese Soft Facts, die wir uns eben gerade angeguckt haben. Wir haben aber eben auch die Hard Facts. Und die Hard Facts sind natürlich, dass wir hier noch einen steigenden Aufwärtstrend, und zwar auf allen Zeiteinheiten haben. Nur, wenn man antizyklische Trades macht, dann wartet man natürlich nicht erst, bis der Trend gedreht ist, weil dann ist es ja kein antizyklischer Trade mehr, sondern da muss man versuchen, Punkte zu erwischen, die günstig erscheinen, wo zum Beispiel der Markt auf dicke Widerstände trifft in einem sehr positiven Umfeld. Und das ist das, was wir in dem Marktkommentar gestern schon gesagt haben. Wir sind jetzt hier im S&P da an diesen Tiefs und wir werden gleich sehen, es ist ähnlich im DAX und in den anderen Märkten so. Das heißt, wir haben hier einen wichtigen Marktpunkt erreicht und dieser Marktpunkt ist auch entscheidend. Durchaus, was niemand ausschließen kann, ist, dass wir eine fortgesetzte Short Squeeze sehen. Das heißt, dass nicht nur die Leute kaufen in der Gier, die Rallye zu verpassen, sondern auch die Shorts panisch aus diesen Märkten raus müssen. Aber
dieses Leverage hier ist für mich aus Trader-Sicht immer interessant, wo ich immer sage, da gehen wir auch mal antizyklisch vor. Und im S&P wäre selbst hier ein klassischer Rücksetzer, ihr seht hier dieses Gap, Schließen des Gaps, hier haben wir auch noch ein kleines Gap, also Richtung 3.1, Richtung 3.080, 3.090, das wäre jetzt erstmal so, das wäre die Idee, die wir in den nächsten Tagen hier für den Markt sehen. Und wenn wir rübergehen auf den DAX und uns das anschauen, dann haben wir fast das exakte Bild. Der DAX ist hier unten an diese Unterstützungslinien gelaufen. Da ist er jetzt angeprallt und kommt auch jetzt heute Morgen zurück, nachdem er gestern nochmal fest geschlossen hat. Und hier sollten zumindest die 12.400, vielleicht auch die 12.000 erreicht werden in dem Pullback. Und dann werden wir sehen von der Struktur her, ob es eine größere Abwärtsbewegung gibt. Also wie gesagt, denn die Fundamentaldaten sprechen hier wenig für diese Rallye, außer eben die Liquiditätszufuhr der Zentralbanken. Ja, also von daher, ihr seht schon, wir sind eingestellt auf eine technische Reaktion an den Märkten. Wir haben letzte Woche gesagt, ja, die EZB, die kann nochmal was bringen, die hat nochmal was gebracht. Jetzt aber rechnen wir damit, dass diese technische Reaktion sich vollziehen wird, und das ist so ein bisschen unsere Erwartung heute und morgen für die ganze Woche in den Märkten. Ja, gucken wir uns den Bund Future noch an. Der Bund Future, wir haben jetzt Kontraktwechsel, wir sind jetzt hier auf dem neuen Kontrakt, das heißt der Front Month ist jetzt hier der September-Kontrakt. Wir sind hier auf dem Abwärtstrend, logischerweise, und wenn wir jetzt im 60-Minuten-Chart uns das anschauen, dann sehen wir im Moment so eine kleine Gegenbewegung, der hier gegen den Abwärtstrend arbeitet. Das ist erstmal nichts Ungewöhnliches und ist einzustufen in der Größenordnung wie diese Gegenbewegung hier. Diese. Da findet man häufig preislich und zeitlich eine Harmonie, und ein idealer Target wäre hier die 174, wovor man hier dann auf eine Fortsetzung der Abwärtsbewegung geht. Aber das ist nur das ideale Target. Im Moment ist der Trend noch abwärts und wir würden diesen Markt hier auch eher abwärts sehen. Euro. Nach dem doppelten ATR-Tag sehen wir ihn jetzt hier in der Konsolidierung. Das ist eine typische Verteilungsphase. Auch hier können wir uns vorstellen, dass wir nochmal versuchen, die Tops hier oben anzugreifen. Abwärtstrend haben wir noch nicht etabliert. Im Moment ist der Trend hier aufwärts. So, hier kam noch eine Frage gerade rein, eben was der FED-Termin morgen bringen wird. Und ich gehe davon aus, dass genau das sozusagen die letzte Chance ist, für den Markt nochmal zu steigen. Eben ähnlich wie bei der EZB. Das heißt, wenn es der FED morgen gelingt, nochmal eine Überraschung zu initiieren, dann haben wir tatsächlich nochmal die Chance, für den Markt da hinein zu steigen. Deswegen werden wir auch noch nicht hier jetzt bei den antizyklischen Trades volle Kanne Short gehen, sondern immer nur mit kleinen Positionen. Und es ist so, wir haben so eine kleine Strategie, die langjährigen Follower in unserem Live-Trading-Raum kennen, dass die letzten 24 Stunden vor der FED-Sitzung meistens eher positiv sind. Das heißt, das Zeitfenster, das der Markt dreht, wir sagen diese Woche, aber es ist häufig so, dass wir bis zur FED-Sitzung noch fest sind, dann in der FED-Sitzung einen Spike machen und dann entsprechend die Bewegung einsetzt. Das wäre sozusagen das Idealszenario. Nur dadurch, dass die Märkte alle ihre Ideal-Targets erreicht haben, kann es auch durchaus sein, dass wir jetzt heute erstmal einen kleinen Rücksetzer sehen, dann versuchen nochmal einen Retest der Hochs und dann sozusagen hier der Markt dreht. Also wir haben hier so ein bisschen ein Szenario, dass durchaus wir eine Top-Bildung diese Woche erstmal erwarten. Ja, soweit erstmal für heute unsere kleine Marktanalyse. Morgen ein bisschen ausführlicher ist noch zur FED-Sitzung. Ich danke euch und wünsche euch gute Trades. Bis morgen. Bye bye, euer Birger.